Gerbert wurde im Süden Frankreichs geboren. Das genaue Jahr ist nicht bekannt, doch es war um 950. Aurillac besaß eine einflussreiche Abtei, genau von jener Art, wie ich darüber in der vorangegangenen Folge gesprochen hatte. Einerseits lag diese Abtei fern von Rom, was vorteilhaft war, gleichzeitig war sie in das Netzwerk der fränkischen Abteien und Klöster eingebunden. Als junger Laienbruder fiel Gerbert wohl durch seine Auffassungsgabe auf und sein Interesse für die Wissenschaften, weshalb er zum Mönch geweiht wurde und schon bald eine Reise nach Nordspanien unternahm. Nach Barcelona, das damals wohl noch Barcinona hieß, oder Barcinona oder Barcinona, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Wir haben zwar im ersten Teil festgestellt, dass ganz Spanien sich zu dieser Zeit in maurischer Hand befunden hatte, doch es gab entlang der Pyrenäen eine Art Bollwerk, eine Kette aus Grafschaften, die man auch als die spanische Mark bezeichnet hatte. Barcelona wurde im Jahr 801 von Ludwig dem Frommen, dem Sohn von Karl dem Großen, nach einer mehrmonatigen Belagerung erobert und war seitdem der südlichste christliche Ausläufer auf der Iberischen Halbinsel. Borrell II. War damals der Graf von Barcinona und wurde für eine Weile der Förderer des jungen Gerbert, der dort zum Beispiel Mathematik studiert hatte. Es wird angenommen, dass Gerbert auch nach Süden über die Grenze gegangen war, um bei den Arabern in Sevilla und Córdoba Mathematik zu studieren. Ob das stimmt, ist nicht so genau bekannt, aber wenn es das wäre, sagt es auch etwas aus über den pragmatischen Umgang zwischen den beiden Feinden, den Christen und den Moslems. Das war nicht Jahr für Jahr eine umkämpfte Grenze, wo man unentwegt mit Speerspitzen aufeinander zeigte. Es gab eine gewisse Durchlässigkeit, die von Pilgern und Händlern benutzt und häufig mit Wegzoll reguliert wurde. Borrell II. Macht im Jahr 969 eine Pilgerreise nach Rom und nimmt Gerbert mit ihm. Das deutet darauf hin, dass Borrell großen Gefallen an dem Studenten gefunden hatte. Der junge Mann ist knapp 20 Jahre alt. In Rom begegnet er gleich zwei Persönlichkeiten von kontinentalem Rang, dem Papst Johannes dem 13. und Kaiser Otto dem 1. Dieses Aufeinandertreffen markiert den Beginn einer lebenslangen, loyalen Beziehung Gerberts zu den sächsischen Ottonen. Gerbert war wohl, was man als charismatisch bezeichnen könnte, und machte einen starken Eindruck auf seine Umgebung. So nahm seine Karriere in dieser Zeit einen geradezu steilen Schwung. Lassen wir mal Will Durand zu Wort kommen, der ohne den geringsten Zweifel ein Bewunderer von Gerbert von Aurillac war. Die Gelehrsamkeit des Mönches machte großen Eindruck auf Papst Johannes den 13., den Otto dem 1. empfahl. Ein Jahr lang lehrte Gerbert in Italien und zählte Otto den 2. zu seinen Schülern. Dann ging er nach Reims, um an der dortigen Kathedralschule Logik zu studieren. Nach kurzer Zeit finden wir ihn an der Spitze der Schule. Er unterrichtet in einer ungewöhnlichen Vielfalt von Fächern, zu denen auch das Studieren der klassischen Dichter gehörte. Er schrieb ein ausgezeichnetes Latein und verfasste Briefe, die manchmal denen des Sidonius an die Seite zu stellen sind. Wo er auch hinkam, sammelte er Bücher und gab unermüdlich sein Geld aus, um in anderen Bibliotheken Abschriften von Manuskripten anfertigen zu lassen. Es kann sein, dass wir ihm die Erhaltung von Ciceros Reden zu verdanken haben. Er war der führende christliche Kopf auf dem mathematischen Gebiet, führte eine Frühform der arabischen Zahlzeichen ein, schrieb über das Rechenbrett und den Winkelmesser, verfasste eine geometrische Abhandlung und erfand eine mechanische Uhr und eine Dampforgel. Seine wissenschaftlichen Leistungen sind so zahlreich, dass es nach seinem Tode hieß, er habe magische Kräfte besessen. Gerbert von Aurillac war eine jener Persönlichkeiten, die man in der Antike als Polyhistor bezeichnet hatte und in der Neuzeit auch mal ein Universalgenie nannte. Prädikate, die für Menschen wie Aristoteles oder Goethe reserviert sind. Sein Pech bestand freilich darin, dass er in einer Zeit lebte, in der nur eine extrem kleine Anzahl an Menschen imstande war, dieses Wissen angemessen zu beurteilen und zu vergrößern. Der Rest verfiel bei der Bewertung seiner Person allzu gerne in abergläubische Legenden und Märchen. Vielleicht war Gerbert zu intelligent für seine Zeit. Oder er war es nicht. Die Verbindung zwischen Gerbert und den Ottonen kann man auch ganz anders lesen. Schauen wir doch mal nach, was der Antichrist dazu zu sagen hat. Ich meine natürlich Karl-Heinz Deschner.
Ja, ich weiß schon, einige gehen gerade in Deckung. Was nun folgt, ist im Grunde dieselbe Zusammenfassung, wie wir sie vorhin bei Will Durant gelesen hatten. Doch die Wortwahl ist eine andere. Aufgepasst. Sehr geprägt wurde Otto während seines römischen Aufenthalts von dem gelehrten Gebär von Aurillac, seinem Freund und Erzieher, dem der junge Kaiser keinen Wunsch versagte. Infolge seiner herausragenden Kenntnisse, besonders auf den Gebieten der Naturwissenschaften, Mathematik und Musik, infolge eines wahrhaft phänomenalen Wissens, das er arabischer Kultur und Geisteswelt verdankte, war er bereits Otto dem Ersten vorgestellt worden. Schon vor Ottos Kaiserkrönung war Gebär im kaiserlichen Gefolge zu finden und, wie er bereits den alternden Otto den Ersten für sich zu interessieren und dann auch durch seine dialektischen Künste sich die einträgliche Gunst Ottos des Zweiten zu erwerben gewusst hatte, so verstand er auch jetzt, den jungen Kaiser ganz für sich einzunehmen. Tag und Nacht will er mit ihm gesprochen haben. Man könnte es also auch ein wenig wie so eine Art Verschwörungstheorie ansehen. Gebär verbringt einige Monate seiner jungen Jahre im arabischen Spanien und lernt in dieser Zeit von den Arabern genug sagenhafte Sachen, dass er in der bildungstechnisch eher dumpfen Finsternis von Mittel- und Nordeuropa problemlos drei Generationen an Kaisern um den Finger wickeln kann und diese bis an sein Lebensende entsprechend melkt. Okay, der Lebenslauf von Gebär fühlt sich manchmal so an. Ich meine, wir haben in der ersten Episode die Mönche und die Äbte für ihre Sachkenntnisse und ihren Gestaltungswillen gelobt. Aber natürlich ist auch wahr, dass viele von ihnen unglaubliche Spinner und Idioten waren. Denn nicht jeder stieg ausschließlich dank seines Intellekts durch die klerikalen Ränge auf. Andere waren einfach nur dreist oder hatten bezüglich ihrer Loyalität auf das richtige Pferd gesetzt und wurden dafür in ein hohes geistliches Amt erhoben. Vergessen wir nicht, dies ist auch die Zeit eines ungeheuerlichen Aberglaubens und eines Reliquienhandels, dessen Schrägheit unsere heutige Vorstellungskraft weit übersteigt. Naja, wir heute sind jetzt auch nicht viel besser. Wir leben in einer Zeit, in der Männer bereit sind, im Internet gebrauchte Damenunterwäsche zu kaufen. Und das wiederum würde einen mittelalterlichen Reliquienhändler vermutlich sehr stutzig machen. Klar ist eins, nur weil ich eingangs festgestellt hatte, dass die Kleriker positiv bei der Erschaffung von Infrastruktur und von Lebensgrundlagen gewirkt haben, bedeutet nicht, dass das alles reizende, weise Männer waren. Doch ist jeder Politiker oder jeder Firmenboss, den wir kennen, ein unglaublich kluger Mensch? Oder haben wir manchmal diese verstörende Frage auf den Lippen, wie in aller Welt ist dieser Typ in die Chefetage gekommen? Einige haben sicher schon mal von dem Peter-Prinzip gehört, doch an dieser Stelle sprengt es etwas den Rahmen. Gebär war es einfach gewohnt, der smarteste Typ im Raum zu sein. Aber diese Feststellung sagt nichts darüber aus, mit wem er sich unentwegt zu messen hatte. Ich meine, Otto I. hatte seine Tochter Mathilde, die er mit Adelheid von Burgund hatte, im Alter von 11 Jahren zur Äbtissin auf dem Stiftsberg in Quedlinburg gemacht. Unterstützt von allen Bischöfen der Region und bestätigt vom Papst selbst. Was für eine Äbtissin kann eine 11-Jährige sein? Vor allem angesichts dessen, was wir anfangs festgestellt haben, dass die Abteien und Stifte allesamt eine progressive und eine politisch und wirtschaftlich relevante Funktion hatten. Als Mittler, Berater von Herzögen und Königen, als Verwalter von Vermögen. Der Gedanke drängt sich auf, dass im Mittelalter die Hälfte der Zeit die Christen keine Ahnung hatten, was sie da eigentlich taten, denn sie waren in ihren Entscheidungen ständig zwischen Bußfertigkeit und usurpatorischem Verhalten zerrissen. Die Frage, die mich also beschäftigt, ist, hatte der nachweislich hochintelligente, gebildete Sachbuchautor und Mathematiker Gebär von Aurillac im Umgang mit solchen Leuten eher gedacht, auweia, wo bin ich hier nur hineingeraten? Oder hatte er gedacht, nur weiter so, dieser Adel, die sind wie Schachfiguren für mich. Manche Leute finden es tatsächlich toll, ständig von Menschen umgeben zu sein, die ihnen intellektuell unterlegen sind. Es lässt sich smart erscheinen. Möglicherweise liegt hier aber mein Denkfehler. Wir können einfach nicht Gebär zu einer Art Hollywood-Historienfilm-Protagonist umgestalten. Er war ein tiefgläubiger Mensch, zumindest gibt es keinen Anlass, das Gegenteil anzunehmen, und seine Umgebung wird er mit all ihren Wendungen ernst genommen haben. Und wenn er loyal zu den Ottonen war, so war dies nicht nur eine Art politische Strategie, sondern wird von dem tiefen Glauben begleitet worden sein, dass diese Herrscher von Gottes Gnaden auf dem Kaiserthron saßen. Oder auch nicht.
Ein wenig fällt es mir schon schwer zu glauben, dass ein Mann, der einen beachtlichen Teil seines Lebens mit Mathematik verbracht hatte, nicht ab und zu in eine echte Facepalm-Verfassung verfiel, zumindest angesichts einiger seiner kirchlichen Kollegen, aber auch angesichts einiger Aristokraten. Aber eine definitive Antwort kann ich hier kaum geben. Das ist, was Geschichte so rätselhaft macht. Die Entschlüsselung von historischen Persönlichkeiten ist eine schmale Gratwanderung. Hier musst du also selbst versuchen, Antworten zu finden. Ich allein kann das nicht stemmen. Doch zurück zu Gebers Lebenslauf. Aus Rom kehrt der junge Mann nicht mehr nach Barcelona zurück. Er bleibt mehrere Monate in der Hauptstadt der Christenheit oder eher über ein Jahr. Der Papst Johannes der 13. verfällt dem geistigen Charme Gebers genauso wie Borel der 2. und so empfiehlt der Papst Kaiser Otto, Geber von Aurillac als Lehrer für dessen jungen Sohn, den zukünftigen Kaiser Otto den 2. zu nehmen. Gebers Lebensweg führt ihn auch nach Reims in die Obhut von Adalberto von Wigerich, der aber besser bekannt ist als Adalberto von Reims. Dieser wurde 969 Bischof von Reims. Diese Position war in einer Hinsicht selten, denn sie war gleichzeitig mit dem weltlichen Amt eines Erzkanzlers verknüpft. So hatten es bereits die karolingischen Herrscher gehandhabt. Adalberto sollte der letzte Bischof von Reims sein, der diese Doppelposition einnahm. Seine Flexibilität zwischen dem kirchlichen und den Belangen der Aristokratie mochte dazu beigetragen haben, dass er sich so gut mit Gebert verstand, der ebenfalls in zwei Welten lebte, der kirchlichen und der naturwissenschaftlichen Welt. Adalberto ernannte den jungen Mann zu seinem obersten Scholastiker. Für den jungen Bücherwurm muss das eine tolle Zeit gewesen sein, vielleicht die beste seines Lebens. Nun, Gebert war zu dieser Zeit bereits über 20 und das galt im Mittelalter, wo man mit 13 Jahren in das Erwachsenendasein überging, nicht mehr als ganz so jung. Doch man kann sich vorstellen, dass in der Klosterbibliothek und den scholastischen Seminaren eine Menge alteingesessener Mönche arbeiteten, die deutlich älter als er waren und ihm schon bald unterstellt sein sollten. Es muss eine interessante Situation gewesen sein, denn überall, wo Gebert als Student eintraf, verwandelte er sich schon bald zu einem Tutor oder Lehrer. In der Zwischenzeit war Otto der Erste verstorben. Im Mai 973 ereilte ihn in der Königspfalz zu Memleben eine Fieberkrankheit, an der er binnen weniger Wochen verstarb. Vielleicht Malaria. Das war damals nicht selten und jeder, der von Zeitreisen träumt, sollte sich wirklich überlegen, ob er in eine Zeit vor der Entdeckung von Antibiotika reisen würde. Der damals 18-jährige Otto II. Wandte sich an seinen ehemaligen Lehrer und bot Gebert von Aurillac an, Abt in dem norditalienischen Bobbio zu werden. Ich nehme an, Angebote von Kaisern lehnte man nicht einfach so ab und so verließ Gebert die behütete Atmosphäre des Lehrstuhls und der geliebten Bibliothek, um sich nach Norditalien zu begeben. Das genauere Jahr ist nicht bekannt, aber es wird angenommen, dass es 982 war. Gebert war da bereits einige Jahre über 30. Wie es dem Gelehrten in der Mönchskutte in Italien ergangen war, darüber erzähle ich in der nächsten Episode. Bleib mir treu und vergiss nicht zu liken, was dir gefällt. Bis zum nächsten Mal.